danke dem Hotel Gendalerhof, dass ihr mir diesen Platz zur Verfügung gestellt habt. Viele Grüße ins Beisterstuhl rein. Mal schauen wir, ob heute mehr reinspringt zurück. Und hier schauen wir mal hinauf. Denn da oben steht niemand geringerer als Mr. Marcel of Dirt. Ihr Fechter. Georgi, wie schaut's aus mit dir da oben? Check, check, check. Hört sie mich? Lang wollte ich. Okay, geil. Ja, Digimon sagt, man hat immer gute Ideen. Ich musste nur kurz einen Gehörcheck machen, weil wir schon so derbisch sind. Dann die geilen DJs hier und im Chorsteil haben sie uns schon die letzten Tage die Ohren weggeblasen. Aber DJ Mosaken hatte gestern eine super Idee, und zwar, ich flüstere normal immer von hier oben dem Moderator eben ins In-Ear, also in sein Hurkamp, ins Ohr, was als nächstes passiert, und Mosaken hat gesagt, finde doch ein Mic und sprich einfach mal mit Basti mit. Wir hören euch hier oben natürlich viel weniger, als ihr euch selber unten, und die Fahrer geben nur Vollgas, wenn ihr richtig laut seid. So, ich habe mir gedacht, wir starten. Ja. Okay, das waren wir von da unten. Okay. Suicide No Hander here.
Regie aus Frankreich. Triple Bar Spin hier. Und hier kommt Thomas Lemoir. David Gottsjak. Also, ihr seht es, die Jungs im Mund, die hier zeigt und zieht auf Gottsjak. Was mit dem Jellyweed? Da kommt Erich Bresko aus Deutschland. Und Nikolai Lukacki. Wie gesagt, euer Applaus ist der Treibstoff für unsere Athleten. Nichts freut sie mehr. Und auch gestern war sie so gut drauf, da wollten die Jungs dann immer wieder einen drauflegen. Aber wir haben natürlich auch nur eine gewisse Zeit, die wir zur Verfügung haben. Ihr seht, die Jungs schieben wir wieder rauf. Und das Lustige ist, das Einzige, was sie sagen, für sie das Anstrengendste, ist einfach nur, dass sie raufschieben. Der Rest natürlich ist für sie nicht weiter wild und wichtig. Das Einzige, was sie wollen, ist für euch performen. Georgi, wie schaut's aus bei euch, Jungs? Ich glaube, die Jungs im Rallye, die Stadt Berghaus, sollen wir noch nahe kommen. Noch eine Runde weiter ab, Tricks. Alright, let's go. Second round, weiter ab, Tricks. Florian Martin, was sie denn auch kommen? Ah, das ist die erste Kette. Chandler Händler, Tübauer, Stimm. Und dann, Elia Sousa. Schöne Extension hier bei seinem Super-Sieg-Run. Da war Daniel Russo. Fett Applaus für die Platzverletzung am Start heute. Und Dennis Zimmermann haut sie dann aus. Da kommt unsere emotive Wette. GZ Hazardier. Zeigt mir der Welt da draußen, was diese Tage hier los ist. Und wir schauen mal, wie es da oben ausschaut. Ja, wie gesagt, ihr seht, wie es erreicht mich gerade eine Eilmeldung der Fahrer. Sie wollen jetzt unbedingt einen Train springen. Ihr seht mit dem Auslauf, das ist nicht ganz so easy, weil es keinen Auslauf gibt, sondern nur das Restaurant und die Prallschutzmatte. Aber die Jungs wollen unbedingt den ersten Train springen. Wir leben von der Stimmung, die Jungs leben von der Stimmung. Also Salva, normal springen wir vor 7.000, 8.000 Leuten. Wir haben über, wie viel, du weißt es besser, weißt du, wie viele Shows haben wir gespielt? Über 42 Shows in 18 Ländern. Yes, und trotzdem ist es hier mega geil, in Österreich, in den Alpen, im geilen Salva. Trotzdem brauchen wir eure Stimmung.
geht schon mehr, glaube ich. Also nochmal. Okay, camera, do you want to get it? Are you ready for the first strike? Das schaut so geil aus von ihrem Boden. Und ich würde sagen, für das Warm-up vom Warm-up, weil wir beide wissen ja, was da noch kommt, war das eigentlich schon mal gar nicht so schlecht. Und ich muss sagen, die Stimmung ist ein Hammer. Und ich möchte auch sagen, dass es ja nachher noch weitergeht. Wir haben nachher eine Autogrammstunde. Und es gibt dann so circa ab 9 am Gorstall, in kleinen Erbe oben, in kleinen Bächern,